wenn ich heute nicht mit Schädelweh heimgehe. Ich habe mir für die Saison ein Ziel gesetzt. Das Ziel, einen Backflip am Big Bike zu lernen. Oh, fucking hell! Aber irgendwie schiebe ich das Thema auf, als wäre es die Vorbereitung auf die nächste Schularbeit. Wieso? Das hat so einige Gründe. Ich habe keinen Bock, mich zu verletzen und will auf den richtigen Zeitpunkt warten. Aber wann kommt der richtige Zeitpunkt? Wir stehen vor dem ersten Drop-In. Die Bike-Saison geht langsam, aber sicher dem Ende zu. Und ich habe mein Ziel immer noch nicht erreicht. Deshalb ist es Zeit, auf eine Reise zu gehen. Alter. Mein Nack ist so wasted. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich für einen massiven Tag gefahren bin. Morgen wird's ernst. Morgen ist mal aus mit Airbag. Je länger ich warte, desto schlimmer wird. Das Warten auf den richtigen Zeitpunkt kann auch eine gute Falle sein. Denn wie jeder weiß, ist der richtige Zeitpunkt oftmals nur eine schöne Umschreibung von den Wörtern jetzt oder nie. Das war jetzt die Location. Das heißt, der Backflip wird heute auf dort fliegen. Alrighty, wir sind in Leogang unterwegs bei der ersten Stage von meiner Backflip-Mission. Mit dem Big Bike war es geplant, das Ganze zu lernen. Und am Airbag würde ich da mit dem ganzen Ding starten. Ich war genau vor einem Jahr da, hab das mit dem Dirtradl angerissen und das war gar nicht so schwer, aber ich habe irgendwie so Bedenken, dass das mit so einem Downhill einfach viel mehr Aufwand ist und viel mehr Kraftakt. Ja, aber um das geht es halt, Phase 1, Backflip am Airbag, schauen was geht. In Phase 1 geht es darum, den Trick zu lernen und so oft zu wiederholen, bis ich das Gefühl habe, dass ich verstehe, was passiert. Ich möchte keine Angst mehr davor haben, wenn ich auf den Kicker zufahre und die Bewegung so gut wie möglich von Anfang bis Ende kontrollieren. Damit das Ganze so reibungslos wie möglich funktioniert, habe ich mir wen dazugeholt, der einen Backflip schon mal gemacht hat und das Ganze eigentlich schon cool. Hey, was hast du gemacht? Nein, ich habe Warm-up-Sprünge gemacht. Ja. Das ist gleich ansenden. Direkt ansenden. Es ist immer hilfreich, wenn man sich nicht allein mental überwinden muss und man jemanden dabei hat, der einen Tipps und Sicherheit geben kann. Jetzt wird er nicht lang rumgeschissen. Ich glaube, Christoph macht dann vor, hoffentlich. Und dann reise ich einfach auch noch. Dann schieße ich mich einfach ins Jenseits. Das Gefühl habe ich, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da so anscheiße, ehrlich gesagt. Geht schon, komm. Einfach mehr Schwung, oder? Viel Schwung ist aber gesund, oder? Okay, erster Versuch durch, oder? Gleich rein in den nächsten leckeren. Ja. Boah, ich war viel zu langsam gewesen, oder nicht? Mir ist wirklich, ich habe so richtig keinen Pop. Wir haben dann noch mal Setup angeschaut und es versucht zu optimieren. Aber ich bin der Meinung, dass das gar nicht so viel ausmacht im Gegensatz zur richtigen Technik. Echt? Mehr Rebound? Ja, darf ich da was umstehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Schauen wir mal. Ich hab sogar Video. Ist jetzt schneller. Ja, schon. Geht das glaubst du besser? Also, einfach den Radius von der Rampe, den musst du halt fühlen miteinander. Ja. Und die Technik war das, was ich bei den ersten Versuchen nicht wirklich verstanden habe.
Ah, so auf die Breze. Oh ja, wenn ich heute nicht mit Schädel wie heimgehe. Ja, schon andere Challenges wie mit dem Dorttrall, muss man sagen. Der war scheiße. Der war vom Feeling her richtig schlimm. Jetzt bin ich so eingegangen. Der schaut besser aus. Schau doch den Fox, sponsert's mich. Geil! 1 zu 1000 gerade. Wenn sich so fühlt, dann ist es komplett geil. Okay, der erste Teil vom Flip ist schon mal angeschlossen. Ich habe jetzt angelandet und jetzt geht es aber noch weiter. Jetzt probiere ich das Ganze zu drillen, bis das safe wird. Und ich würde sagen, da spielen wir euch einfach eine crazy Montage rein von ein paar vielleicht missglückten, aber auch geglückten Flips. Und auf geht's. Nachdem ich den ersten Flip geschafft habe, ist mir dann richtig gut gegangen und meine Vergangenheit als Parkoursportler hat mir wieder mal richtig in die Karten gespielt. Ich habe schnell ein Gefühl fürs Abspringen gekriegt und danach ist kein einziger Versuch mehr missglückt. Was dazu geführt hat, dass aus Angst Spaß geworden ist. Ich habe mir dann die Challenge gesetzt, 10 von 10 Versuche ohne Sturz zu meistern, bevor es weitergeht. Mir ist aber aufgefallen, dass die Rotationsgeschwindigkeit stark vom Absprung abhängig ist. Und wenn man erst einmal in der Luft ist, hat man gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, die Bewegung zu beeinflussen. Bam, Baby! 10. Versuch geglückt, Alter. Bist du deppert. Ich würde sagen, das heißt, Pause einmal, ein bisschen Zeit warten und schauen, wie es nachher geht. Und wie würden wir eine Pause besser nutzen, als einen kurzen Abstecher in die Hotshots zu machen? The room starts to shake, so smooth if you blink, yo. You might just miss the whole thing. It's just a different way to move. Whoa! Ja, du hast es mit deinem Verschreier. So verschrien. Geflieger. Ja, auf beide Seiten. Ja, den hat es gerade komplett gefetzt, Alter. Perfekt. Ja, so eine Runde Hotshots und der Vollgas und dann passt, oder? Okay, nach einer kleinen Pause geht es jetzt wieder weiter am Airbag. Wir werden nochmal einen Flip reißen, weil ich einfach das Gefühl nochmal verinnerlichen will und im besten Fall mit dem guten Gefühl heimgehe. Und jetzt bin ich gespannt, wie es geht, nachdem ich eine kleine Runde mit Christopher einfach mal die Hotshots brennt bin. Und ja, da haben wir jetzt eine, machen noch einen, maximal zwei Flips. Wenn die gehen, ist der erste Step für den Backflip mal gemacht und dann war's das für den heutigen Tag. Auf geht's. Das war der Beste bis jetzt. Ich würde sagen, das heißt Feierabend, Alter. Okay, erster Tag war schon mal ein guter Erfolg, aber hab jetzt echt brutal gut Schädelweh, muss ich schon sagen. Also die Impacts von heute, die haben es mir schon ganz gut gegeben. Auch wenn es ein Airbag ist, kann da ziemlich viel passieren. Und ich bin gespannt, wie mein Knack morgens ist. Also das fühlt sich auch schon gar nicht mehr so gut an. Der nächste Tag war dann um einiges härter als gedacht. Alter. Mein Knack ist so wasted. Fuck. Ich kann mich ungefähr so weit nach links bewegen. Das heißt, heute ist mal kein Trainingstag, sondern heute ist Recovery Day. Auf geht's. Mein Nacken war von dem seitlichen Impact ziemlich geprellt. Das heißt, meine Mission ist für die nächsten paar Tage mal eingestellt worden.
Und ich habe tatsächlich 4 Tage lang gebraucht, bevor ich in Phase 2 gehen habe können. So, da, auf geht's ins Brandnertal. Alter, ich bin gerade so hart im Missionsmodus irgendwie. Der kompletten Solo-Trip machen, komplett spontan, nur damit ich meine Backflip-Mission erfüllen kann. 3 Stunden, nach 3 Stunden Fahrt sind wir am Start. Okay, wir sind bei der berühmten China Wild Jump Line im Brandnertal. Auf dem Louis Gerstner seine Empfehlung schaue ich mir da mal den Kicker da hinten an für Backflip mit der Rindenmulchlandung. Aber wenn ich den vor der Romo schaue, dann habe ich schon mal meine Bedenken. Okay. Alter, was ist das? What the f***, Louis, Alter. Ohne Scheiß. Ah, ohne Scheiß. Das ist deine Empfehlung für einen Backflip zum Lernen. Fürs erste Mal auf Mulch. Der Kicker. Ist mir nimmer wurscht, sag ich ganz ehrlich. Wahrscheinlich sieht man es nicht, weil es ist am Video alles immer winzig. Bist du Banane, Bub? Also erst einmal Respect the Send. Louis Gerstner hat da einen Backflip ausgezündet und das nicht nur einmal, sondern zweimal, glaube ich. Und was ich noch viel schlimmer finde, als dass du da einen Backflip zünden musst, ist den Gap vorher überwinden und dann straight da rein. Haben sie dir komplett ins Hirn geschissen, Bub. Jetzt haben wir mal über den Absprung hier hinten. Schaut euch einmal das. Alter, das ist nur der Anfahrtssprung. Das ist der größte Sprung, was ich jemals gekupft war. Und danach schießt die Raketen aus in die Luft. Jetzt habe irgendwie das Gefühl, dass ich für einen Assist hergefahren bin, glaube ich, weil wenn ich mir das so anschaue, dann ist das für mich keine Option. Alter. Die Landung war richtig soft. Also da der Mulch und so, der ist richtig fein wach. Also das war geil, aber der Sprung vorher, der killt mich. Zu dem Zeitpunkt war meine Stimmung echt schlecht. Ich habe mich 3,5 Stunden ins Auto gesetzt, nur um zu erkennen, dass mir das Ganze eine Nummer zu groß ist. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen ist, dass ich komplett allein unterwegs war oder weil es einfach nicht mein Tag war. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich 0% wohlgefühlt und sofort gewusst, dass ich die Aktion abbrechen muss. Nicht heute. Und schon gar nicht allein, Alter. Was tue ich jetzt? Ich bin vom Backflip da, Alter. Ich habe mich dann dazu entschieden, nochmal ein Airbag-Training einzulegen und dabei habe ich schon einen neuen Plan im Hinterkopf gehabt. Wir stehen wieder mal vor dem Kicker, vor dem Airbag und ich würde sagen, die nächste Trainingssession steht an. Jetzt bin ich vom Pedal angerutscht. Aber gut, dass das passiert ist, weil dann sehe ich, dass er nicht 100% konstant ist. Okay. Ich habe jetzt einfach gerade mal spontan ein Zimmer in Lenzerheide gebucht um 130 Euro, damit ich morgen die Backflip-Mission reißen kann. Ja, mal schauen. Notfallplan halt. Ich war genervt und happy zugleich. Genervt logischerweise, weil ich meinen Plan nicht ausführen habe können, aber happy, weil ich auf mein Bauchgefühl gehört habe. Auf geht's in die Lenzer Heide. Plan B ist eingebrochen, also irre. 1,5 Stunden Fahrt noch, dann kriege ich mein Ziel, den Backflip am Boden schaffen, schon um einiges näher, glaube ich. Und während der Fahrt in die Schweiz war ich mir sicher, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Auch wenn ich das erst am nächsten Tag herausfinden kann. Made it nach Lenzerheide. Was für eine Reise, oder? Morgen wird's ernst. Morgen ist mal aus mit Airbag. Und da ist dann die erste harte Landung am Start.
Und zwar Rindenmulch. Bin schon sehr gespannt und hoffe natürlich, dass das morgen alles gut geht. Alrighty, Jungs und Mädels. Heute ist der Tag, wo wir einen Flip auf Mulch machen. Ich bin in der Lenzerheide, habe ein feines Nachtl gehabt im Hotel und fahre jetzt um mich zum Kicker und schauen wir mal die Lage an, wie es ausschaut. Das war jetzt die Location. Dann glaube ich, würde ich es auf dem Kicker machen und nicht auf dem, weil das ist einfach, das ist ja Wachs. Die Frage ist nur, ob der nicht zu flach ist, Alter. Der ist nicht so steil. Aber das ist ja alles gut, weil nachher gebe ich einfach voll Stoff durch und schau, dass ich ihn richtig overshoot und dann müsst ihr das mit dem Backflip schon hinhauen eigentlich, oder? Der ist auf keinen Fall kleiner wie der im Brandner da. Du hast halt eine Anfahrt, du hast nicht so einen gestörten Double vor der Anfahrt und so und man kann sich rein auf den Backflip konzentrieren. Ich bin jetzt echt schon verdammt nervös, ich sag's euch. Anderer Kicker, viel größerer Radius, ein bisschen flacher, glaube ich. Oh ja, da ja. Wir stehen vom ersten Drop-In. Das ist echt ein massiver, massiver Kicker. Jetzt werde ich mal den ersten Normalspringer. Ja, und dann Backflip machen, Cams laufen mal. Let's go. Oh ja, da vorne, jetzt geht's aber auf, gell. Oh fuck, bin ich nervös. Ich bin so wach gerade, ich schwöre das. Ich bin da komplett allein unterwegs. Schieß mich da über den Todeskick raus. Es gibt einfach kein Warm-up mehr. Je länger ich warte, desto schlimmer wird's. Boah, ich darf da gar nicht durchschauen. Komm. Komm. Und ich ruhe das. Ich bring das her. Du hast das im Griff. Ja. Das ist im Griff. 3, 2, 1. Let's go. Alter, I did it. Bisschen mehr Speed sogar. Alle guten Dinge sind bekanntlich 3. Alter, ich bin gerade verdammt happy. F***ing Backflip, Alter, es gibt's nicht. Alter, jetzt sind wir bei Phase 2 fertig. Alter, das hat sich so rentiert, die lange Fahrt und die Reise auf sich zu nehmen, weil somit habe ich den Backflip auf Rindenmulch anschließen können, auf sichere Art und Weise, ohne grobe Verletzung, einfach nur, weil ich mir den Kick rausgesagt habe, den ich für richtig gehalten habe und wo ich mir gedacht habe, das ist die beste Option dafür. Ja, Phase 2 ist erledigt. Jetzt fällt nur noch eine und das ist Phase 3. Auf geht's. Okay, neuer Tag, neues Glück. Wir sind in Phase 3 angelangt und ihr wisst alle, was das heißt. Das heißt, der Backflip soll heute auf dort fliegen und ich bin schon ein bisschen zittrig in der Stimme, echt gut nervös auch, weil wir gehen jetzt mal zu dem Kicker hier, wo das Ganze stattfinden soll und den schauen wir uns jetzt mal an. Auf geht's.
Okay, Jungs und Mädels, wie man sieht, sind wir am Sommerberg unterwegs, wo ich ganz am Anfang vor der Saison schon war. Und der Kicker wird es heute auch werden. Es gibt einen guten Grund, warum ich mir den ausgesucht habe. Zum einen habe ich einfach das Gefühl, dass das der perfekte Kicker für den Backflip ist, von der Steilheit her und von der Landung her. Also für mich fühlt er sich einfach richtig an. Aber der Frage wäre das natürlich erst heute, ob er das Richtige ist. Ich glaube, ich brauche da gar nicht mehr zu viel dazu sagen, sondern wir wärmen uns einfach gleich mal auf. Schauen, wie viel Runs ich brauche, schauen, wie mental hart das für mich heute ist. Ja, und dann geht's rein in den Flip hoffentlich und hoffentlich überstehen wir das Ganze gut. Normal Springer fühlt sich super an. Ein bisschen weit hier sind immer, aber das weiß ich für den Backflip eh, also von dem her glaube ich perfekt. Ich habe mich super confident gefühlt bei den ersten paar Testläufen, aber umso näher der Moment der Wahrheit gekommen ist, desto mehr ist das Selbstbewusstsein wieder verloren gegangen. Und das Ganze nur aus einem komplett unnötigen Grund. Ich habe irgendwie das Problem, dass ich das letzte Mal bei der letzten Airbag-Session in Leogang den ersten verkackt habe. Okay, kurze Erklärung. Es ist über eine Woche vergangen zwischen Lenzerheide und Sommerberg. Weil mir der Abstand einfach zu lang war, habe ich nochmal eine kurze Airbag-Session eingelegt, um mir nochmal die letzte Confidence zu holen. Aber der Schuss ist einmal so richtig nach hinten losgegangen. Wir sind wieder in Leogang. Ich möchte einfach nicht zu viel Zeit vergehen lassen, bis ich einen Flip auf Dirt mache. Deshalb kleine Airbag-Session, dass ich nochmal kurz die Technik gewohnt werden kann. Dann kann ich mit mehr Confidence hoffentlich einstarten und mit der richtigen Vorbereitung. Genau das sollte eigentlich nicht passieren. Ja, fuck, Alter. Erster Versuch war voll daneben. Das Problem ist, wenn ich auf Dirt zünde, dann gibt's nur einen ersten Versuch. Fuck, Alter. Andere Nummer, Alter. Ich hab's jetzt gerade so vorgestellt, wie ich den zünde. Alter, ich weiß gerade echt nicht mehr. Was ist so dumm, Alter? Sobald ich oben rein drop, werden wir echt ganz gut schlecht schon. Und ich bin mit den Gedanken gefühlt neben der Spur, einfach nur weil das Ding so beängstigend ist. Es ist eine andere Chance, es ist eine andere Location und dann ist alles anders. Es ist alles anders. Ich weiß, dass ich alles tun habe, um jetzt vor dem einen Moment stehe. Aber wo es dann ernst geworden ist, hat sich in meinem Kopf ein kompletter Film abgespielt. Die ganzen Vorbereitungen, die Trainingseinheiten, einfach mein kompletter Weg bis zu dem Zeitpunkt ist mir durch den Schädel gegangen. Und ich habe mir so einige Fragen gestellt. Habe ich mich lang genug vorbereitet? Was ist mit dem ersten Versuch? Was, wenn ich zu nervös bin und deshalb einen Fehler mache? Alter, Vater. Alright. Drop-in-Backflip, Alter. Drop-in-Backflip. Let's go. Könnt ihr sehen, Mann? Let's go. Let's go. Ich hab jetzt so, ich hab nicht mehr warten können, aber ich habe so shake genug gefangen. Ich hab mir gedacht, wann kriegen wir denn? Wann kriegen wir denn? Wahnsinn, die Riese. Aber perfekt, oder? Perfekt, oder? Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Versuch, dass ich auch safe weiß, dass ich das cool, weil es hat sich sehr gekonnt angefühlt dann in der Luft. Einen Versuch machen wir noch. Einmal haben wir jetzt noch eine. Versuch Nummer 2.
Kreis lock in. Zweiter Versuch. Das war's. Das war's von meiner Backflip-Mission, Alter. Ich glaube, ich stehe. Ja. Das ist so geil. Alter. Okay, das war mein Weg zum Backflip am Downhill-Bike. An dem Punkt möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken, aber vor allem an die Leute hinter der Kamera. Jonas, der was mich auf der Bodencam unterstützt. Sind wir schon live, oder was? Einmal noch den Simon, den kennt man schon von einer älteren Episode. Sick, man! Mein lieber Kameramann, der Felix.